die Startliste des schnellsten, vermeintlich schnellsten 100 Meter Hürdenlaufs. Da sind die Besten in dieser Disziplin drinnen. Der schnellste Lauf des 100 Meter Hürdenlaufs. Aus Bahn 1. 10. Besuch in Götzis für Antoinette Nana-Djimou. Europameisterin. War sie schon, in Amsterdam war sie Zweite bei der EM. Caroline Schäfer. Ja, die ist absolute Weltklasse mittlerweile. Die Deutsche hat im letzten Jahr mehr als 6.500 Punkte hier in Götzis gemacht. Aus den USA, Erika Bugard. Und da sehen wir schon eine Bestleistung unter 13 Sekunden. 12,99 und das ist die womöglich schnellste im Hürdensprint. Nadine Fisser, 12,81 hat sie stehen. Das ist eine Wahnsinnszeit, auch für Spezialistinnen. Und eine der Mitfavoritinnen, ganz sicher auf die Gesamtwertung, ist Laura Ikonjece Admidina. WM-Bronze 2015, Silber bei der EM 2012, also die hat schon absolute Spitzenergebnisse. Und letztes Jahr mit Landesrekord hier Zweite. Und dann noch Katharina Zachowa aus Tschechien. Es gibt auch immer Preise für die Disziplinensiege, die Chance für eine der 6 Athletinnen, also erstmal schon einen Teilerfolg an diesem Wochenende zu feiern, besteht jetzt. Bahn 4, Nadine Fisser, die Favoritin zum ersten Disziplinensieg. Fehlstart. Erika Bugard, USA, mit dem Fehlstart. Da hat sie wieder Glück, dass sie Mehrkämpferin ist. Sonst als Spezialistin wäre sie jetzt schon disqualifiziert. Mehrkämpfer dürfen nochmal starten. Eindeutig. Beim zweiten Fehlstart müssen aber alle Athletinnen jetzt aufpassen. So, jetzt sind alle gewarnt. Erika Bugard hier weit unter der 0,1 Sekunden Erlaubnis, wird elektronisch gemessen, aus den Startblöcken raus. Aber sie war auch optisch ganz klar zu sehen, zu früh dran. Hat im Endeffekt für niemanden oder für Bugar keine Bewandtnis, alle sind jetzt gefährdet. Zählt natürlich jede Hundertstel Sekunde, daher gerade im Sprint, egal ob mit oder ohne Hürden, will man am Anfang nichts verschenken. Gibt es keinen Sicherheitslauf. Jetzt gilt's, jetzt geht's los. Wer holt sich also den Disziplinensieg? Jetzt Bugard gleich mit dem Touchieren der ersten Hürde. Nadine Fisser ist schon vorne. Oh, die Amerikanerin mit großen Problemen und Fisser holt sich in 12,80 den Laufsieg. Und das ist, liebe Zuschauer, ein Meetingrekord, wenn es dabei bleibt offiziell. 12,81 ist der Meisterschaftsrekord hier von Jessica Ennis-Hill und 1 Meter pro Sekunde Rückenwind und die Zeit wird sogar noch verbessert auf 12,78. Das ist Bestleistung für sie und das ist die schnellste Zeit, die je in Götzis gelaufen wurde. Natürlich auch die je auf dieser Bahn gelaufen wurde, weil die gibt es ja erst seit heuer.
Das ist natürlich auch eine Top-10-Zeit überhaupt. Das ist die neuntschnellste Zeit, die es je überhaupt weltweit in einem Siebenkampf gegeben hat in der Geschichte. Nadine Fisser hat die Erwartungen also voll erfüllt. Einzige, die unter 13 Sekunden geblieben ist. Aber Caroline Schäfer, da müssen wir natürlich auch aufpassen, denn die ist eine Aspirantin auf die Top 3, wenn nicht sogar mehr hier in Götzis. Läuft 13.09 und das ist eine gewaltige Steigerung für die Deutsche. Fisser hat natürlich dann Schwächen in den anderen Disziplinen. Aber das ist einmal ein grandioser Auftakt für die meisten. Bugart hier strauchelt und kommt nur als Letzte ins Ziel. Also das ist jetzt eine Fülle an Bestleistungen gewesen, die wir hier erleben durften. Natürlich gekrönt von Nadine Fissers. 12,78. Wahnsinn. Didi, ich glaube, da kann man jetzt schon, kann man jetzt schon sagen, die neue Bahn, die hat sich hier ganz gut eingelebt ins erste Meeting. Die Millionenbahn sorgt für wertvolle Zeiten, ja. Das ist natürlich immer das große Rätselraten, ist die Bahn schnell oder nicht? Gestern hat Damien Warner noch viel trainiert, auch die Damen, also heftige Sprinteinheiten teilweise absolviert. Hat sich ausgezahlt. Interessanterweise hat der Wind doch ein wenig gewechselt. Wir hatten einmal Gegenwind sogar bei Thiam, die trotzdem schnell war und jetzt 1 Meter pro Sekunde ist fast ideal. Klar im erlaubten Bereich, was Bestleistungen betrifft. Und wahrscheinlich so angenehm, dass man keine Brise richtig schön schnell sein kann. Kann man gut brauchen. Ja, da gibt es natürlich jetzt reichlich Punkte für Nadine Fisser, Caroline Schäfer, nicht zu unterschätzen auch Laura Ikonetze mit 13,10, da absolut im Bereich ihrer Bestmarke und die steht insgesamt ja über 6.600 Punkten. Ja, hat schon mal für Spannung gesorgt, dieser erste Bewerbstag. Die Karten werden also neu gemischt, keine Vorhersiegerin mehr da mit Brian Tyson-Eaton. Nadine Fisser an der Spitze, das der Stand nach der ersten von 7 Disziplinen. Aber wie gesagt, das wird sich über 2 Tage durchmischen. Ivona Tadic mit Bestleistung auf Rang 12. Karin Stramitz 16. damit mitten im Feld der besten Mehrkämpferinnen der Welt. Und bei Sarah Lager haben wir mit 963 Punkten oder anders gesagt 14,11 Sekunden auch gleich einmal eine Bestleistung gesehen.